Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Anno 2205. Im letzten Part haben wir unseren Energietransmitter in der Walbrook-Becken-Basis gebaut und hatten ein bisschen Ping-Pong mit den mit der Bilanz, keine Ahnung, was da schief lief, und haben jetzt eine neue Aufgabe gekriegt. Die neue Aufgabe ist, seien Sie siegreich im Kriegensektor Mission Tynnemere Versteck oder erreichen Sie die nächste Firmenstufe. Rein hypothetisch. Firmenstufe haben wir es nicht mehr sonderlich weit. Allerdings habe ich jetzt schon des Öfteren gesagt, dass ich gerne mal wieder eine Mission machen würde mit den Kriegsschiffen. Und das tun wir auch heute. Allerdings würde ich fast gerne... Lass mich in Ruhe, siehst du nicht? Ah, du bist's. Das ein oder andere Schiff upgraden. So, das hier haben wir ja bereits einmal geupgradet. Ist jetzt ganz schön teuer, es zu upgraden. Aber das hier, gepanzertes Schiff, das schwer zu verteidigen ist, ausgestattet mit schnelleren Torpedos, die mehr Schaden gegen Fahrzeuge anrichten. Dann... robuster Katamaran mit aggressiveren Funketten, die bei Feinden in der Nähe großen Schaden anrichten. Oder bessere gepanzerte Artillerieschiffe mit verbesserter Robustheit lädt die Mörser deutlich schneller auf, um Feindgebäude zu vernichten. Und dann haben wir ja hier den gleichen Schaden, den gleichen Spaß noch einmal. Ich würde jetzt fast sagen, wir graden einmal hier unsere Artillerie auf. Die kostet 130. Reparieren oder ausschiffen? Wir machen beides, was? Und das hier. Reparieren oder ausschiffen? Wir machen beides, was? So, jetzt haben wir ein bisschen gepimpt. Unsere Credits gehen runter. Und das hier dürfte unsere Mission sein. So, schauen wir mal, was uns erwartet. Drei militärische Überwachungssatelliten konzentrieren sich gerade auf das Gebiet. Ja, das haben wir ja gerade gemacht. Die Frage ist, ob wir noch mehr upgraden sollen. Das hier könnten. Wisst ihr was? Du hast die logischen Schritte getan. Machen wir einfach. So, Mission. Weg damit. Erobern Sie drei strategische Ziele in der Geheimbasis der Orbital Watch. Wir kriegen standardmäßig. Kampferfahrung, klar. Wir kriegen Graphen und wir kriegen Iridium. Experte finde ich schon ziemlich heftig. Standard ist zu wenig. Machen wir hier fortgeschritten. Ja, fortgeschritten, das reicht. Ich denke nämlich, dass die Mission es ziemlich in sich haben wird. So, schauen wir mal, was sie uns bringen wird. Ich bin gespannt. Also ich denke mal, vom Prinzip her wird es wieder sein wie immer. Es sind einige Nebenmissionen, die wir annehmen können. Wir müssen wieder irgendwelche Gebäude und Schiffe zerstören und das wird es dann auch gewesen sein. Aber nicht zu viel spoilern. Drakes Festung der Einsamkeit. Und sie sieht ziemlich gut bewacht aus. Aber damit kommst du hoffentlich zurecht. Bring mich zu einem Serverzugangspunkt oder etwas ähnlichem, damit ich mich in ihre Datenbank hacken kann. Aber vielleicht müssen wir mehrere finden. Oh, wir haben einen Besucher. Kampfstationen auf allen Schiffen. Zeigt ihnen, was für gute Gastgeber wir sind. Ja, Leute. Schauen wir mal unsere Schiffe hier an. Geht das hier überhaupt? Nö, das geht gar nicht. Ich dachte, wir könnten ja auch in den lustigen F1-Modus reingehen. Schade. Eigentlich schade. So, hier hinten habe ich auf jeden Fall... ...schon mal... Feuer frei! ...so Bonusdinger gesehen. Und wir brauchen auf jeden Fall Treibstoff, damit wir reparieren können. So, was haben wir denn jetzt hier schon alles? Wir haben hier kinetische Schilde, wir haben Wellenminen. Ja, Treibstoff kosten 6, also wir brauchen mehr Treibstoff auf jeden Fall. Dann hätten wir hier Unterstützungsflotte. Und ein Nuklearschlag. Also,
Ich fürchte, ich brauche jemanden, der ein schlechtes Geschäft dauerhaft beendet. Wäre das was für Sie? Finden Sie die verlorenen Fässer an Land. Nehmen wir auf jeden Fall an. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt hier erst einmal ein bisschen Unterstützung. Und Ziel bestätigt. Gehen hier mal mit auf die drauf. Alle zum Einsatz. Sogar du. Im Gange. So. Das waren hier so Selbstmordattentäter, Leute. Koordinaten bestätigt. Gut, dann gehen wir erst einmal auf das hier drauf. Bestätigt. Perfekt. Läuft. Haben wir hier was? Grünes Licht. So, ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt hier erst einmal eine Reparatur. Reparaturdrohnen gestartet. Gut. Jetzt werden wir hier angegriffen. Sie greifen an. Und wir machen einen Nuklearschlag drauf. Abgefeuert. Hat sich rentiert. Koordinaten bestätigt. So, jetzt haben wir wieder eine Unterstützungsflotte gekriegt. Allerdings wolltet ihr doch irgendwelche Fässer, die ich auf dem Land finden soll. Ich würde sagen, wir räumen erst einmal ein bisschen auf, bevor wir jetzt hier das große Suchen anfangen. Ah, ihr seid da hinten gefangen, würde ich sagen. Aber ihr schaut nicht gefangen aus. Volle Kraft voraus. Waffensysteme bereit. So, dann helfen wir da ein bisschen. Ui. Bereit für Einsatz. Das tat weh. Volle Kraft voraus. Selbstreparatur läuft. Und die war ziemlich dämlich platziert. Die Selbstreparatur. So, dann haben wir hier wieder mal irgend so ein Ressourcenlager. Mit sind unterwegs. Petrochemikalien. So. Zerlegen wir erstmal hier die Mine. Okay. Ich frage es, hat er hier wieder Werften? Wahrscheinlich schon, oder? Ich würde hier einen Besen fressen, wenn nicht. Aber hier habe ich jetzt keine gesehen. Gut. Roger. Was ist die Zielvorgabe? Ja, okay, dich kann ich leider nicht steuern. Schade eigentlich. Volle Kraft voraus. So. Dann machen wir erstmal das Ding hier kaputt. Bereit für Einsatz. Perfekt. Dann können wir das Ding hier kaputt machen. Alle zum Einsatz. Und kriegen bestätigt. Iridium. Das ist so der wichtigste Stuff, habe ich das Gefühl. Im Gange. So, Graphen. Ist natürlich auch wichtig. Gut. Wow, Leute, das ist ein dickes Ding. Das ist ein richtig dickes Ding. Und definitiv eines von denen, die ich zerstören muss. Jetzt wären hier natürlich noch ein paar Unterstützungsteile. Gar nicht mal so uncool. Roger. Machen wir erstmal das Ding hier kaputt. Grünes Licht. So, das hat wieder ein bisschen was rausgerotzt. Gut. Im Gange. Dann können wir das Ding hier kaputt machen. So, und wir brauchen dann unbedingt eine Reparatur.
Grünes Licht. Und zwar hier gemeinsam diesmal. Reparatursysteme online. Perfekt. Volle Kraft voraus. So, schauen wir, ob wir die Minen zerlegen können. Ja, wenn. Verstanden. Sehr schön. Ui. Bereit für Einsatz. So. Perfekt. Dann würde ich sehr gern einen Schlag auf die hier machen. Nuklearrakete. Bestätigt. Und grünes Licht. Hier den Turm zerlegen. Von hinten kommt jetzt der Große. So. Volle Kraft voraus. Gut, jetzt haben wir hier erstmal klar Schiff gemacht. Dann gönnen wir uns das spaßige Teil hier. Nein, erstmal das hier. Erstmal das hier. Sind unterwegs. Ziel bestätigt. Okay. Läuft. Gut. Dann haben wir hier Licht. Irgendwas mit Ressourcen. Hier haben wir Minen. Kampfstationen. So. Haben wir hier unten noch irgendwas? Bereit für Einsatz. Gut, jetzt können wir dann eh erstmal wieder eine Reparatur uns gönnen. Bestätigt. Weil. Selbstreparatur läuft. Hier liegt eh noch überall Treibstoff rum. So. Koordinaten bestätigt. Dann haben wir das Teil hier noch. Können wir das hier auch kaputt machen? Yep, das können wir auch kaputt machen, was auch immer das ist. Ah, das war wieder eine Sammelstelle für Magnetit. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts. Okay, hier haben wir eine krasse Befestigung wieder. Gut. Dann schauen wir zurück. Da. Hier liegt noch irgendwas. Ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir, dass wir das große Ding hier mal kaputt machen. Koordinaten bestätigt. Ziel bestätigt. Torpedo abgefeuert. Grünes Licht. Ja, läuft. Kriegen wir hin. Und schon gehen die Lichter aus. So, fliegen wir hin, Leute. Die Rache wird schnell und schrecklich sein. Reparaturdrohnen gestartet. Perfekt. Verstanden. Starte Nuklearrakete. Starte Nuklearrakete. Waffensysteme bereit. Da ist eine Werft, die müssen wir auf jeden Fall zerlegen. Bereit für Einsatz. Nee, wir verkrümeln uns hier erstmal. Koordinaten bestätigt. Warte auf den Knall. So ist das besser. Weg mit der Werft erst einmal. Und eine Reparatur draufhauen. Sind unterwegs. Dann können wir hier diesen Turm erstmal hier zerlegen. Weil wenn der hier eine Werft hat und mir permanent neue Schiffe da herspawnt, ist das einfach im Gange. Schwieriger, als es sein muss. Verstanden. Gut, hier wäre dann noch Treibstoff und noch eine Schockwelle. So, hat er hier noch irgendwo Werften? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst einmal hierher.
Ziel bestätigt. So. Läuft. Dann gönnen wir uns das Ding hier. Und zerlegen das Ding. Grünes Licht. So. Sollte jetzt relativ flott eigentlich gehen. Verstanden. Perfekt. Was macht der hier? Ach, das ist eines von den Zielen. Gut. Dann eine kleine Reparatur. Reparaturdrohnen gestartet. Ziel bestätigt. Und das Ding hier mal unter Beschuss nehmen, oder? Ziel bestätigt. Koordinaten bestätigt. Das ist mir hier gerade ein bisschen arg stressig, würde ich sagen. Selbstreparatur läuft. Kampfstationen. Okay, hier kommen echt permanent in die Rettungs- neue Freunde zur Hilfe gerufen. Roger. Ist da eine Werft oder irgendwas? Ich sehe hier nichts zum Anklicken. Feind entdeckt. Alle bereit machen. So, machen wir hier Nuklearschlag drauf. Starte Nuklearrakete. Sicher. Übernimmst du dich da nicht ein wenig? Okay. Ich glaube, wir haben jetzt ein strategisches Ziel übernommen, oder? Bestätigt. Zählt das als übernommen? Roger. Und ich glaube, wir haben ein Schiff verloren. So, nochmal eine Reparatur. Reparatursysteme online. Volle Kraft voraus. Ja, ich glaube, das zählt als übernommen. So, was haben wir hier unten? Verstanden. Wir haben hier auf jeden Fall einen Turm. Waffensysteme bereit. Und bereit eine Sammelstelle. Einsatz. Graffi, perfekt. Roger. So, das passt soweit. Dann hat er hier ein Magnetitlager. Alle zum Einsatz. Ne, erst einmal die Mine. So, dann das Magnetitlager. Waffensysteme bereit. So, du darfst ein bisschen vorcruisen. Perfekt. Volle Kraft voraus. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier nichts mehr zu zerlegen. Da hinten liegt noch Treibstoff. Hier liegt noch ein bisschen Treibstoff. Verstanden. Wäre sicher nicht verkehrt, den mitzunehmen. Verstanden. So, ich denke, die Upgrades, die wir gemacht haben, die haben sich rentiert. So, jetzt machen wir hier die Mauer kaputt. Und dann gehen wir hierher. Erstmal hier auf den Tower. Keine Bewegung. Ziel bestätigt. Ja, läuft. Im Gange. Das lief eigentlich ganz gut. Dann hauen wir da was hin. Im Gange. Und geben ein bisschen Nachdruck dran. Grünes Licht. Und? Grünes Licht. Der supportet da hinten. Frechheit. Feuer frei. So, dann haben wir hier hinten noch einen Tower. Den gönnen wir uns natürlich auch gleich. Grünes Licht. Und reparieren müssen wir jetzt auch mal wieder.
Reparaturdrohnen gestartet. Perfekt, Leute. Verstanden. So, dann haben wir hier wieder ein Iridiumlager. So gefällt mir das. Richtig schön dick Iridium. So, wann wird endlich jemand diesen sinnlosen Kämpfen ein Ende setzen? Nehmen wir gleich an. Hoffentlich war das genug Gewalt für einige Zeit. Sind unterwegs. So. Alles klar. Hier schaut es doch jetzt relativ sauber aus, würde ich sagen. Koordinaten bestätigt. Das Ding hier haben wir eingenommen. Roger. Dann fehlt uns eigentlich nur noch eins. Wenn ich das richtig sehe. Sind unterwegs. So. Ich würde auf jeden Fall gern hier noch reinrutschen. Weil hier gibt es sicher wieder Ressourcen. Ja, gibt's. Ja, wir machen das klassisch wie immer. Wir zerlegen alles. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das nehmen wir auch noch an. Ich glaube, jetzt haben wir alle Missionen hier angenommen. Okay, passt. Wissen wir. Gut. Meine Flotte darf danach hier reinfahren. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin, Leute. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber nicht mehr heute. Reicht wieder für heute. Sind wieder ein bisschen in Überlänge, aber nicht viel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.